Das versprochene Galagos-Video. Allerdings sage ich euch gleich, das wird kein Galagos-Video, wie geht Stage 1 bis 8, whatever, jede Stage gezeigt oder so, sondern nur Informationen und Tipps von mir, die ich jetzt auch in den letzten anderthalb Wochen nochmal auf EU sammeln konnte. Ich habe auf NA auch Galagos gespielt, aber hier auf EU habe ich so das eine oder andere, was ja auch neu ist bei Galagos oder sie verbessert haben, ausgetestet. Also hier meine Tipps für euch. Das erste, es gibt Ebene 1, 2, 3 und 4. Ich glaube, Ebene 5 gibt es nicht. Sagt mir Bescheid, falls es Ebene 5 doch gibt. Aber ich glaube, aktuell auf EU gibt es Ebene 5 nicht. Zumindest wäre mir das komplett neu. Jede Ebene hat hier bis hier hinten verschiedene Stages, ja, also das heißt, das Ziel ist es immer, nach ganz hinten zu kommen. Das sind einzelne Stages von Kampfstages, wo wir gegen Kreaturen spielen, oder halt auch Stages wie hier, wo wir Strategie haben. Das heißt, wir müssen durch diese Fallen hindurchkommen. Da gibt es auch den einen oder anderen Trick, den ihr da beachten könnt oder müsst sogar. Es gibt halt auch Stages, wo ihr einfach nur Sachen einsammelt. Das heißt, Bonis einsammelt, um zum Beispiel mehr HP für euren Beschwörer zu haben, für eure Monster, mehr Attack oder so. Oder sogar mit Bomben-Skills von eurem Beschwörer einsetzen könnt. Und auch andere Dinge. Crit Rate, Crit Damage, etc. Zudem gibt es auch Stages, wo ihr so Kisten habt, wo ihr durch Zufall auch sehr gute Sachen bekommen könnt, wie beispielsweise diese Herzen, die ihr beim Raid bekommen könnt. Das sind diese Herzen hier, wenn wir hier mal zum Raid gehen. Wir gehen einfach mal zu diesem Raid hier. Dann könnt ihr hier auch solche Herzen gedroppt bekommen. Das ist nur recht selten. Ihr könnt auch sehr gute Bücher gedroppt bekommen, Galaxy-Steine oder. Es ist halt aber einfach ein Zufall, ob ihr das am Ende des Tages bekommt oder halt auch nicht. Es gibt Stages, wo ihr einen Händler habt, einen Händler, der dann dasteht, wo ihr beispielsweise zum Beispiel für 1000 Kristalle eine legendäre Rolle kaufen könnt, egal ob es Elementrolle ist oder nicht, ob ihr normale MS kaufen könnt. Ich weiß nicht, ob Light and Dark möglich ist. Ich habe noch keine Light and Dark gesehen. Schreibt es mir unten in die Kommentare, falls ihr vielleicht schon mal beim Händler eine Light and Dark gehabt habt, für Kristalle angeboten. Es gibt aber auch dort Runen zu kaufen oder auch andere Sachen. Welchen Weg ihr immer geht, ist es meistens so, dass ihr es angeboten bekommt, ob ihr zu den Kisten wollt, die ihr halt öffnet, oder halt zu diesem Händler. Persönliche Meinung, ich hatte bei den Kisten aktuell immer nur Pech. Ich gehe meistens zum Händler. Liegt aber auch daran, ob ihr gerade aktuell Kristalle habt oder ob ihr keine Kristalle habt. Ihr könnt euch das Ganze auch schwerer machen und von Stage zu Stage auch wieder ändern. Das heißt, wenn ihr vielleicht in Stage 1 reingeht und hier alles auf schwierig macht, komplett alles, ich sag euch gleich, das Ding ist, wenn ihr das hier auswählt und zum Beispiel hier auch noch, weil ihr mehr Gold haben wollt oder hier mehr Galagos-Münzen haben wollt, sage ich euch gleich, dann könnt ihr den Tipp, den ich euch jetzt gleich hier gebe, nicht machen, weil ihr das dann wahrscheinlich nicht schaffen werdet. Zumindest in der ersten Stage, in der ersten Ebene. Ja, also wenn ihr hier alles auswählt, weil ihr halt den Bonus haben wollt, weil ihr sagt, ich bin so richtig stark, ich schaff das, dann wird es wahrscheinlich hier mit diesen ausgewählten Sachen, die ich jetzt gerade aktuell drin habe, nicht werden, dass ihr nur mit dem Beschwörer die ersten Stages macht. Ja, das ist der erste Tipp, den ich euch gebe. Probiert, soweit es geht, am besten komplett Ebene 1 bis zur letzten Stage. Da werdet ihr wahrscheinlich ein paar Monster reinnehmen. Das heißt, wenn ihr hier bei 1F seid, werdet ihr hinten sicherlich auch Monster benutzen. Aber bis hier hinten ist es möglich, nur mit dem Beschwörer zu spielen und Monster zu sparen. Und das ist der Tipp. Aber dann wird das hier mit diesen Ordern komplett auf schwer nicht funktionieren. Das heißt, wählt vielleicht hier nicht schwer aus, sondern wählt vielleicht normal aus und dann hier vielleicht einfach. Oder je nachdem, wie ihr das macht. Das müsst ihr austesten. Ihr verliert keine EP oder so mit dem Beschwörer. Das heißt, wenn ihr die Stage beispielsweise nicht schafft mit eurem Beschwörer, dann könnt ihr hier das auch einfach noch einfacher machen. Und dann geht das auch vollkommen klar. Ihr könnt das so austesten, wie ihr wollt, vor allem bei der Ebene 1. Gleich die Information, es ist was fürs Endgame. Nicht jeder wird das hier schaffen. Manche werden wahrscheinlich nur zu 1F kommen, manche nur zu 2F, manche zu 3F und manche zu 4F. Ich habe das Ganze hier schon zurückgesetzt. Ihr seht das auch hier, ich habe schon zurückgesetzt. Ich bin bis 4F3 gekommen und dann hatte ich keine Monster mehr, weil ich nicht
optimal sparsam umgegangen bin, weil ich natürlich auch ein bisschen getestet habe mit meinen Monstern, die ich ausgewählt habe. Das sind meine ausgewählten Monster, die ich hier mit dabei habe. Ihr seht ja auch diese verschiedenen EPs, welche Monster ich aktuell genutzt habe. Da seht ihr auch, dass ich eine Bastet, einen Wusa oder so hier fast gar nicht benutzt habe. Ich gehe ein bisschen sparsamer mit den Kreaturen um, vor allem auch mit der Chloe sparsam um, da ich einfach ein bisschen weiterkommen möchte als eben eine 4-3. Und da müsst ihr euch ein bisschen rantesten. Wir haben noch einen Tag und 11 Stunden Galagos. 14 Tage geht immer Galagos und ihr könnt immer in den 14 Tagen einmal zurücksetzen und hier nochmal durchrennen. Allerdings bekommt ihr dann hier vorne keine Belohnungen mehr, wie ihr das hier auch seht. Ihr bekommt nur noch bei den Kisten oder halt beim Händler die Belohnungen bzw. die Sachen. Ihr seht hier beim Status, was ihr für gesammelte Karten, das heißt diesen Boost von mehr HP für Beschwörer, mehr HP für Monster oder, seht ihr hier eine Übersicht, was ich hier zum Beispiel alles schon eingesammelt habe. Wir haben hier sogar die 2 geschafft, das heißt erhöht Angriff 60%, da haben wir sogar schon ein bisschen mehr. Hier haben wir sogar schon die 3 geschafft, dass der Beschwörer mehr Verteidigung bekommt. Das ist natürlich für einen Cleave sehr gut, da er ja klar mehr wegtankt und auch mehr Damage raushaut. Für einen Cleave immer sehr, sehr gut. Ihr müsst immer gucken, was spielt ihr für einen Beschwörer? Spielt ihr vielleicht eine Orbia oder so? Wollt ihr, dass die noch mehr Damage reinkracht? Dann geht ihr mehr auf die D. Aber beachtet bitte, dass die Beschwörer überleben müssen, weil sobald der Beschwörer tot ist, ist die Stage auch gelaufen. Es gibt zwar auch eine Wiederbelebungskarte, das heißt, wenn euer Beschwörer stirbt, dass er wiederbelebt wird, das gibt es auch hier einzusammeln. Es ist auch Zufall, was ihr für Karten angeboten bekommt. Umso weiter ihr in den Stages kommt, umso bessere Karten werden das auch natürlich hier. Aber das wird von Mal zu Mal anders werden. Also wenn ihr das eine Mal durchgeht, werdet ihr vielleicht das mit den Bomben nicht bekommen, dass ihr mit dem Beschwörer auch noch Bomben raushaut. Aber dafür bei dem anderen Mal. Galagos Shop, dort kleine Informationen hier zum Galagos Shop. Ja, es wirkt sehr viel. Ich persönlich bin dafür, dass ihr immer natürlich auf die Outfits gehen sollt. Egal, ob das im Arena-Shop, im Wilder-Arena-Shop oder sonst irgendwo ist, solltet ihr immer auf diese Outfits gehen. Im Tower nicht. Im Tower nicht unbedingt. Aber solltet ihr auch ein bisschen immer zurücklegen. Hier nicht immer alles, ne? Weil klar, ich weiß, viele wollen die Lightning Darks. Ich natürlich auch. Wir wollen das Devilmon haben. Das sollte man sich auch kaufen. Aber halt auch immer mal vielleicht ein bisschen was zurücklegen für die Outfits, um dann halt drauf zu verzichten, hier vielleicht einen Devilmon oder so zu holen. Auch das hier, Veredelungskatalysator, ist nicht schlecht. Alle 14 Tage könnt ihr euch einen Katalysator, dieses Beutelchen, holen für eure Ausrüstung, um sie zu verbessern. Ich habe es diese, sag ich mal, in den 2 Wochen jetzt nicht gemacht. Klar, wenn ich jetzt weiterkommen würde als Stufe 4, was ich noch probieren werde jetzt innerhalb des Tages, was wir noch Zeit haben, dann werde ich mir dieses Säckchen auch kaufen, weil es halt immer nur alle 2 Wochen zu kaufen ist. Aber sowas wie diese legendären Licht- und Dunkelheitsschriftrollen, diese 4 Sterne Devilmons, die Supreme Galaxy Steine, werde ich mir hier nicht von holen. Auch Gold, Leute, das ist Scam, wirklich. Ihr bekommt 100%ig vielleicht 50.000, 25.000, 15.000 oder 5.000. Es ist sehr, sehr viel Glück, hier 500.000 rauszubekommen. Das Ganze habe ich auf NA häufiger schon ausprobiert, weil ich Hoffnung hatte, aber die Hoffnung habe ich dann auch ganz leicht aufgegeben. Das hier ist natürlich komplette Verarsche. Ein Atem des Lebens für 250. Naja, ich weiß ja nicht. Also dort müsst ihr ein bisschen sparsam mit umgehen, aber hier gibt es immer schöne Sachen. Alle 14 Tage auch ein zusätzliches Devilmon ist immer sehr, sehr nett. Jetzt zum Abschluss des Videos will ich euch nochmal ganz kurz hier bei der Ebene 1... Diese Ebene 1 habt ihr an sich aber auch überall, diese Strategie-Stage, ja, die habt ihr auch bei der Ebene 2, 3 oder halt aber auch Ebene 4. Ich möchte euch ganz kurz meinen Trick verraten, wie ich durch diese Strategie-Stage hier durchkomme. Ja, erstmal natürlich ohne Monster, ist ganz klar. Ihr braucht auch keinen Bernhard oder sonst irgendwas. Was braucht ihr gar nicht austesten, es wird nicht funktionieren. Es ist auch komplett egal, mit welchem Beschwörer, es ist immer die gleiche Strategie. Ich sag euch gleich, es kann auch mal fehlen. Ja, kein Problem, aber ihr werdet das alle hier auch schaffen. Ja, das ist natürlich hier diese Stage, wo ihr ja auch diesen Frost habt und das Ganze. Es kann auch sein, dass ich jetzt zum Beispiel hier hin und her ganz kurz gebeamt werde. Das ist mal so und mal so. Mal klappt es auch, ohne dass ich gebeamt werde. Mal klappt es halt nicht. Ja, so. Jetzt habt ihr ja hier diese Stage. Wir probieren hier ganz rechts, ganz, ganz rechts rumzulaufen, um dann hier hinten, ja, sag ich mal, hier durchzujumpen und dann hier hinzukommen. Ja, das ist das, was wir machen wollen. Wir werden hier aufladen, das heißt gucken, dass unsere
ja, Tempo komplett aufgeladen ist. Wie gesagt, wir probieren hier ganz schnell zu kommen, ohne dass dieser Frost hier gleich kommt. Genau, ihr habt jetzt gesehen, dieser Frost ist und ihr müsst direkt an der Wand laufen. Ihr müsst eigentlich gegen die Wand laufen, damit das hier super funktioniert, weil sonst werdet ihr wieder zurückgebeamt nach da hinten und dann ist eigentlich alles komplett im Eimer. Wir werden jetzt hier wieder warten, bis das hier aufgeladen ist und gucken, wie, sag ich mal, die hier sprühen. Jetzt sprüht gleich der hier. Ja, da seht ihr immer, wenn das hier aufleuchtet an sich. So, jetzt wird der hier, genau. Okay, und das machen wir jetzt an sich. Wir haben uns das jetzt eine Weile angeguckt. Wir haben uns sehr viel Zeit gelassen und laufen jetzt hier los. Dann mache ich hier so einen kleinen Jump, probiere es. Ja, jetzt ist es schon mal, zumindest ist schon mal gefehlt, aber wir sind richtig gut trotzdem durchgekommen. Manchmal kommt man so mit zwei Sprüngen hier direkt hin, manchmal halt nicht. Aber wirklich Tipp, lauft ganz rechts an sich gegen die Wand. Wir haben nur noch 37 Sekunden, ich kann mich jetzt nicht mehr so viel feiern lassen. Wir werden jetzt hier nochmal ganz kurz ein Heal auspacken. So, und jetzt gucken wir, wenn das hier aufleuchtet. Jetzt leuchtet das auf, jetzt renne ich los. Jetzt werden wir gleich ein bisschen Schaden bekommen. Wir warten nämlich jetzt, bis der wieder hier aufleuchtet. Er ist wieder aufgeleuchtet. Und jetzt, ja, okay, also wir sind gut durchgekommen. Es geht besser, sag mal so, und es geht auch viel schneller. Aber ich habe ja hier zwischendurch noch geladen und somit haben wir die Stage geschafft. Ich werde hier Beschwörer Verteidigung nehmen, ja, ist einfach eine seltene Karte, also nehmen wir die. Egal, ob ihr bei Ebene 1 oder bei Ebene 4 seid, schaut bitte vorher immer, welchen Weg ihr gehen wollt. Ihr seht hier diese Wege und ihr müsst halt vorher gucken, wo möchte ich hin, wo möchte ich landen. Will ich zur Strategie-Stage oder will ich hier beispielsweise zu dieser, sag ich mal, Box-Stage, wo wir auch ohne Kreaturen immer reingehen können. Das heißt, wenn ihr gegen null Kreaturen spielt, ja, das heißt, ihr überhaupt nicht kämpft oder so, dann nehmt auch immer nur den Beschwörer rein. Ansonsten used ihr einfach HP von euren Monstern und das ist halt Schwachsinn. Wir schauen einfach mal hier, was wir bei Ebene 1, wir sind ja gerade auf meinem NA-Account, hier bekommen für Belohnungen bei den Kisten. Wahrscheinlich nichts Gutes, ja. Wir haben mal was zum Kombinieren, haben wir hier auch die Zauberbücher, das ist alles nur zum Kombinieren. Wir haben an sich nichts Gutes bekommen. Nee, jetzt haben wir noch ein paar Essenzen bekommen, also überhaupt nichts Gutes. Aber diese Boxen können auch von Ebene zu Ebene besser werden, ja. Und ihr könnt Glück haben oder ihr könnt Pech haben, es ist einfach so. Wir hatten jetzt Pech in dem Fall, das ist nur Müll, aber man kann auch sehr, sehr viel Glück haben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Es wird sicherlich auch noch von Ebene 1, 1 in Ebene 2, wie macht man das, Ebene 3 und Ebene 4. Dafür muss ich erstmal Ebene 4 schaffen, das ist ganz klar. Bis zum Ende muss ich Ebene 4 schaffen, damit ich euch natürlich diesen Guide ja auch zeigen kann. Es macht gar keinen Sinn, hier irgendwas zu zeigen, was ich ja selber überhaupt nicht kann. Und Ebene 4 habe ich bis zum Ende noch nicht abgeschlossen. Also macht es an sich nicht so viel Sinn. Trotzdem habe ich euch hier ein paar Tipps gegeben. Ich hoffe vielleicht, ihr schaut mal auf Twitch vorbei, bei mir auf dem Kanal. Vielleicht machen wir da ja auch mal irgendwann Galagos, ja, Ebene 4 und das bis zum Ende. Man weiß es nicht, aber heute Abend bin ich auch live auf Twitch. Ja, da wird von Summoners War Chronicles, die Entwickler werden da interviewt von Come to Us in Paris, aber auch auf Deutsch. Und wir werden das Ganze auch mal ein bisschen uns anschauen, gemeinsam auf meinem Twitch-Kanal. Schaut einfach vorbei. Ich danke euch fürs Zugucken. Unten in der Videobeschreibung ist übrigens der Link zu meinem Twitch-Kanal. Haut rein, viel Spaß und ciao.